Belarus führt offenbar Kampfbereitschaftsmaßnahmen durch. Das hat das belarussische Verteidigungsministerium mitgeteilt. Das Nachrichtenportal Kyiv Independent hatte zuerst darüber berichtet. Was genau unter dem Begriff zu verstehen ist, gab das Ministerium laut dem Bericht nicht an. Minsk erklärte zudem, dass eine Raketeneinheit in ein Gebiet für den Kampfeinsatz verlegt wurde. Experten erwarten schon länger, dass Russland seinen Partner Belarus in den Ukraine-Krieg mit hineinziehen könnte. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte zuletzt jedoch betont, dass sein Land nicht an Kampfhandlungen teilnehmen werde. Der einzige Grund für eine Teilnahme an einem bewaffneten Konflikt sei, wenn Belarus aktiv angegriffen werde, so Lukaschenko.